Feuerhammer. Das Ding bringt echt eins mehr. Eins mehr als was? Ein mehr Ausdauer. Was siehst du? Hast du da wieder was bekommen aus der Handy? Nein, bis jetzt habe ich noch nicht gekriegt. Ich habe den Dach ausgewählt. Komm, hab ich's nicht. Der Mönch. Der Didi Mönch. Oh, das, da geht's mir immer ums Prinzip. Ich würde jetzt so fertig machen, wenn wir jetzt nicht in der ÖP wären. Da gibt's ein Ticket! Ja, bis das der Chef gegen wieder sowas leider nichts machen kann. Und dann heißt es wieder, ja, das ist eben so ein kleines Ding und da da drauf würfeln darf, kann darf er es auch behalten. Bla bla. Was die Türen noch kommt, dann wird es nicht beschweren, oder? Natürlich, anders geht's doch gar nicht. Wie die jetzt so toll synchron umgefallen sind. Alles, geht alles. Gut, aber was ist das dann? Ja, das ist doch einer der wenigen, das hast du aber beim letzten Mal auch festgestellt. Kann sein, das ist schon wieder zu lang her. Das ist ein Monat. Ja, das ist mit der letzten Aufnahme? Ja, weil wir immer genug aufnehmen. Mhm. Weil stell dir mal vor, wir müssten jedes Wochenende aufnehmen. Ich glaube, ich würde die Krise kriegen. Und dann gäbe es Tote. Ich habe Spaß am Aufnehmen. Ja, ich auch, aber ab und zu. Ey, cool, das Ding habe ich schon an. Ja. Da hast du dich das letzte Mal beschwert, weil du... Ja, weil ich wieder so scheiße ausschaue. Ja? Die Robe hat mit den Schultern perfekt zusammengepasst. Jetzt habe ich das Ding wiedergekriegt. Aber das Ding sieht so scheiße aus. Was will Blizzard dir damit sagen, dass du das Ding schon das zweite Mal in die... Hexmeister sind gay. Nee, Blizzard sagt dir, du sollst scheiße aussehen. Ach, ups. So weiß ich gerade ein Schild über die Art. Ja. Gott, ich bin müde. Wann kriege ich eigentlich diesen tollen Drop, dass das Schild des Rechers die Abklingzeit weghaut? Halt, wo laufen wir wieder hin, bevor ich mich wieder verlaufe? Immer nur nach. Das Feuer wird euch läutern! Da kann das heute Helligkeit nicht sich von der Spät. Okay, ja. Ich wollte gerade mal Wort der Helligkeit drücken und dann bin ich umgefallen. Okay, der Heiler entschuldigt sich schon. Ja, zum Glück kann er echt eine Master jetzt machen, ne? Ja, wenn du an einem Ort. Wenn ich an einem Ort stehe, wo keine Mobs sind, ja. Ich glaube, hier sind Mobs. Aus dem Kampf kannst du nie machen. Der Hunter hat auch überlebt. Jetzt sind wir tot. Ich lass schon mal frei und renn rein. Ja, genau. Und ich lenk sie derweil ab. Schnell, Hunter, im Kreis laufen, das schaffen wir! Wir den Scheiß echt durchhält, ne? Schnell meinen Tank rausholen. Geh weg. Keiner mag dich. Stinken tust du auch. Was sogar doch was stimmt. Ja, beim Truck ist das. Oh Gott, jetzt kommen sie! Oh! Nein!
Ich hab ein Vier nicht mehr erwischt. Da fällt mir ein, du hättest mir auch noch einen Seelenstein geben können. Den habe ich für mich selber gegeben. Ich habe dir gesagt, ich gebe dir den nicht. Du hattest gerade keinen Cooldown drauf, also. Ja. Ich mich damit können. Aber nein. Doch. Ja, natürlich hätte ich dich mit dir damit lassen können, aber ich habe dir gesagt, ich gebe dir keinen Seelenstein. Toller Teamplayer bist du wirklich. Ich bin Solo-Player, das war ich schon immer. Das war in Call of Duty genauso. Stellen ganz das Team gegen mich. Dann solltest du LOL nicht mehr spielen. Spiele ich im LOL jemals im Team? Also hast du jemals gesehen, dass ich meine Teammates im LOL geholfen habe? Nein. Ja, siehst du, warum du so oft verlierst? Naja, ich weiß nicht. Weiß nicht, so zwei Pentakills mit Master Yi Solo. Gewonnen haben wir. Und da steht eine Truhe. Totes Gammeln in der Inni. So nennen wir die jetzige Folge. Ich soll nicht so viel rauchen. Ja, scheiß Raucherhusten. Das ist, glaube ich, kein Raucherhusten, das wird sich anders anhören. Es zieht nur so komisch. Vielleicht habe ich eine Fliege verschluckt. Gustav? Stimmt, Gustav ist nicht mehr da. Aber das hätte ich mitbekommen, weil der ist doch schon gut fett geworden. Hey, da steht ein leuchtender Paladin. Ich bin der Einzige, der noch tot ist. Ja, weil du der Einzige bist, der zu faul ist zum Reinrennen. Ja, meinst du, ich laufe da in Ulamahn rein, wo ich mich verlaufen könnte? Auf ein neues. Ja, der Heiler ist noch nicht da. Ja, hättest du nicht so viel getankt, gepult, wäre das alles nicht passiert, aber der Heiler nämlich überfordert. Da, schau. Der sich auch verlaufen. Der sich ja alle verlaufen. Weil es eine hässliche Inni ist. Aber ich glaube, nach der Inni sind wir Level 40. Ja, kommt gut hin. Mit dir sind wir auch hin, sind ja gleich auf. No. Ich bin minimal voraus. Nur einen halben Weichen voraus. Das ist nichts. Oh, leck, jetzt kommt der Army. Ja, weil du immer alles vier musst. Außer macht es doch nur Spaß. Das ist ein Nervenkitzel des Sterbens und Nichtsterbens. Ja, dann bin ich halt schon Karma-Gesinnung reingehauen. Ja. Öffnet die Türen. Melon! Das heißt auch mein Freund. Ja, ich weiß, aber es hat ja schließlich die Tor, das Tor zum Mond ja auch geöffnet, oder? Gestorben? Oh. Okay. Aber die DDs waren die ganze Zeit relativ low. Weiß nicht, muss dann begutachten wir doch mal und das Rennen.
also er hat jetzt mehr Beweglichkeit, Ausdauer, Crit als Hit und sonst was drauf. Ich glaube, ich habe zwei Items mit Int gesehen und der Rest war Stärke. Und ja, ich glaube, irgendwo war mal eins mit Stärke noch und der Rest war, ja, typisch DD-Mönch. Ja, DD und Tank unterscheiden sich im Equip nicht wirklich. Der einzige Unterschied, den ich da also großartig kenne, ist, dass das Tempo beim Tank ein bisschen höher ist und dass die Waffenkunde bis auf 15% ist. Also im Lowlevel noch nicht wirklich ein super Unterschied. Also die Waffenkunde ist im nächsten Level entfernt. No. Genauso wie Ausweichen und Parieren. No. Stimmt, die Quest da hinten habe ich verpeilt. Nur noch gucken, dass alles noch gut zu hören. Mich stört's nicht. Hier ab und zu läuft das mal alles doppelt. Und manche Sachen für gar nicht. Level up! Jawohl. Und der Steintöter ist gedroppt. Ja, und jetzt? So, und jetzt habe ich mein Schild. Endlich. Und ich kann Plattenrüstung tragen. Super, und ich kann mir aus dem Maul hauen. Genau. Also, ich leg los. Ja, jetzt musst du den Typen da anquatschen und ihn hier irgendwie machen. Laubel, Fasel, Blasel, Blubberblasel, Bubble-Di. La bla 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 la 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 la. So. Okay, jetzt muss ich zum Eingang. Aus dem Dungeon Teleport. Level 40. Zeit ist wohl so heute zu bloß. Ja, ich brauche nur 2 Level, dann habe ich meinen Chaos Bolt. Ich kriege in 2 Level endlich mein AE-Siegel. Schön, euch zu sehen. Ja, ich mag dich auch. Zeit auf der Hut. Ich warte an der Grenze zu Ferralas auf dich. Dass der immer so weit vorhetzen muss. We don't need no water. Also ich hatte mein erstes Platten-Item gekriegt, allerdings mit Int und ja. Ausdauer. Wäre aber trotzdem fast besser als das, was ich habe. Ich hab den Ring des Affen bekommen. Mir haut's nur 4 Stärke und 4 Hit weg und kriegt dafür eigentlich 4 Ausdauer und 9 Tempo. In Wirklichkeit kann man als Hexer immer brauchen. Doch noch irgendwo einen Ranzen. Achso, das ist der, der mir zugeschickt wurde wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie ist mein Hund wie jetzt mit D2, den kennen. Ja. Schildkröte! Mal schauen, ob da hinten ein Briefkasten ist. Ich weiß nicht, ich habe über 1000 Mal im Laufe Schiffe angefangen.
starte mit dem großen groben Goblin-Boot. Die Startquest ist, soweit ich weiß, hier irgendwo. Ja, hier ist die Startquest. Ein Feufeu. Grimm-Totems, dass die immer nur Scheiße bauen müssen, ey. Nicht zu vergessen, dass Madara dran schuld ist. Ja, kriegst du gleich geteilt. Okay, dann töt mal! Wuhu! Kommt die Kavallerie! Macht schon wesentlich mehr Spaß, wenn man ein Schild hat, mit dem man draufhauen kann. Ich bin unsichtbar cool. Der Fissel Kupferbolz. Ah, jetzt dürfen wir zum Turbodampfer. Sieht fast aus, als wären wir in einem Boot. Aber nur fast. Das sehen wir irgendwie an der Herr der Ringe. Auf zu den Rauros-Fällen. Das Boot ist ganz schön schnell. Die Illusionen drin waren. Ja, stimmt, das Boot ist echt flott unterwegs. Das Bötchen! Was ist denn ein Bötchen? Das ist eine Salme! Aber eine weiße Bratwurst. Gott! Hey, wenn jemand mit weißer Bratwurst kommt, dann hat er ein Problem. Dann hat er Faust in seinem Gesicht. Dann heißt es nicht mehr magst du Bratwurst, sondern heißt es magst du weiße Bratwurst. Mein Faust in deinem Gesicht. Jetzt. Wichtel flüchten. Ja, damit dein Wichtel abhauen kann. Feige Sau. Schattenbrand. Ja, es ist der Finishing Move für unter 20%. Oh, Wellenbestie kommt dann auch schon bald. Ja, mein Hut kriegt Zauberstellen, das Feuer im Schweben. Dämonen kommandieren, wie viele denn Dämonen der mächtigen Fähigkeit einzusetzen? Ist eher ein Faulheitszauber, damit du den auf eine Taste legen kannst, ohne dann Makro dafür zu schreiben. Verdammtes Wache. Finstere Seele in Stabilität. Ja. Finstere Seele heißt in jeder Skillung beim Hexer anders. Beim Demo-Hexer heißt sie nämlich dämonisches Wissen. Und da hört's auch die Mastery.